Hallo zusammen, Thomas hier. Heute geht es um variable ND-Filter. Und wenn ihr euch mit dem Thema variable ND-Filter schon mal beschäftigt habt, dann wisst ihr, das ist eine durchaus relativ schwierige Geschichte, weil nicht wenige der Filter nicht so ganz das halten, was man sich von ihnen verspricht. Entweder haben sie eine starke Farbverschiebung, die sie liefern, die Schärfe stimmt vielleicht nicht, oder gerade bei den Filtern, die so deutlich stärker abdunkeln, so bei 8, 9 oder 10 Lichtwerten, die kommen dann relativ schnell mit so einem starken X-Muster, sodass also man sehr starke dunkle Bereiche im Foto hat oder auch im Film. Und das ist natürlich sowohl beim Color Grading als auch bei der Bildbearbeitung alles andere als schön und das macht keinen Spaß. Das ist also wirklich dann auch manchmal schwierig, die Dinger rauszukriegen. Also variable ND-Filter und die dann natürlich dann auch noch eine gute optische Qualität haben und die sich dann letztendlich auch noch dann an die Vorgaben des Herstellers halten, dass sie also wirklich auch die Lichtwerte, die sie abdunkeln sollen, der Bereich der Lichtwerte, dass sie die auch wirklich einigermaßen gut treffen, das ist auch nicht bei allen gewährleistet. Da gibt es auch eine sehr große Schwankungsbreite. Also war ich sehr gespannt auf die variablen ND-Filter der Firma Freewell, die jetzt gerade dieser Tage ganz neu auf den Markt gekommen sind. Ich habe die, wie gesagt, ich sagte es gerade schon, kostenlos zur Verfügung gestellt bekommen in so einer Box. Da sind dann also die zwei variablen ND-Filter drin. Und das ist einmal ein variabler ND-Filter, der abdunkelt oder abdunkeln soll, gucken wir uns gleich an, von 2 bis 5 Lichtwerten. Und der zweite, das ist der ND-Filter, der abdunkeln soll, das nahtlos fortsetzen soll, der abdunkeln soll von 6 bis 9 Lichtwerten. Und wie das bei der Firma Freewell üblich ist, die kommt in so einer sehr schön gemachten, auch magnetisch schließenden handlichen Box. Und auch die Filter sind, wie das bei den Filtern inzwischen bei denen üblich ist, auch magnetisch. Und dementsprechend könnt ihr mit diesem Objektiv, neben dem Fall Filterdeckel, der mitgeliefert wird, den könnt ihr dann einfach dran klipsen und dann hält er auch. So wie ich euch das bei den ND-Filtern, verlinke euch das mal in der Infocard, auch schon vorgestellt habe. Denn gleich bei mir, so schön die Boxen auch sind, bei mir verschwinden die Dinger dann gleich in so einer Filtertasche, weil die weniger Platz wegnimmt im Fotorucksack und auch ein bisschen handlicher ist letztendlich. So. Was habe ich mir angeguckt? Was ist natürlich wichtig bei den variablen ND-Filtern? Einmal, sind sie wirklich so dicht? Haben sie wirklich die Lichtwerte, die sie vom Hersteller vorgeben oder die vom Hersteller vorgegeben sind? Gucken wir uns gleich in der Excel-Tabelle an. Ich habe mir das heute mal genauer angeguckt draußen, war auf der Zeche Zollverein unterwegs, um das mal in Anführungsstrichen auszumessen. Wie ist es um die Schärfe bestellt, beziehungsweise um die Veränderung der optischen Qualität? Das ist natürlich ganz wichtig bei allen Filtern und dann auch bei variablen ND-Filtern. Die Wirkung der Filter kann optimal sein, aber da habe ich nichts von, wenn die Filter letztendlich mir das ganze Bild ruinieren, weil sie die Bildqualität, die Schärfe beispielsweise, der Aufnahme stark runterziehen. Das ist natürlich ein ganz wichtiges Kriterium, gucken wir uns auch gleich an. Und ich habe es gerade angesprochen, gerade bei den Filtern, wenn sie sehr stark abdunkeln, kann es durchaus sein, also eine ganze Reihe haben das Problem, dass sie dieses X-Muster bekommen. Und ob das bei den Filtern der Fall ist, auch das gucken wir uns gleich an. Und wir gucken uns natürlich an, gibt es Farbveränderungen, Veränderung der Farbtemperatur oder im schlimmsten Fall sogar Farbverschiebung, sollte idealerweise auch nicht der Fall sein. Schauen wir uns gleich an. Und natürlich der ganz wichtige Punkt, kann man die Dinger denn auch wirklich gut benutzen? Wie steht es um die Handhabung? Da fange ich gerade mal mit an. Im Grunde ist es ja immer das gleiche Prinzip. Wir haben also zwei gegeneinander zu verschiebende Elemente und da ist es dann letztendlich die Frage, wie gut lassen dich die Elemente gegeneinander verschieben? Eher sehr schwer, eher sehr leicht. Und ich finde, das ist bei beiden Filtern eigentlich für meinen Geschmack sehr angenehm. Wenn ich die jetzt hier so gegeneinander drehe, gehen sie ein bisschen schwerer. Wenn ich sie auf dem Objektiv habe, ist das eigentlich für mich sehr angenehm und nicht zu leicht und auch nicht zu schwer. Das darf nicht zu schwer sein, dass man also dann zu stark daran drehen muss, dass man im schlimmsten Fall sogar dann, selbst wenn die Kamera auf dem Stativ auch steht, dass man sich dann die Position dann mit dem Stativ und der Kamera im schlimmsten Fall verändert. Oder auch nicht zu leicht, dass wenn man vielleicht mal gegen das Objektiv vorne kommt, gegen den Filter, dass man den dann gleich verändert hat, dass der also gleich seine Position ändert. Und denke, die Gefahr besteht ja bei den Filtern nicht. Das lässt sich sehr gut machen. Auch hier sind, na ich weiß nicht, ist es eingraviert? Ich muss gerade mal gucken. Oder ist es nur aufgedruckt? Schwer zu sagen. Ne, ich würde sagen, es ist eingraviert. Dass also die Zahlwerte, die Lichtwerte, um die der Filter jeweils abdunkeln sollen, sind eingraviert. Und da gucken wir uns auch gleich mal an, ob denn der Filter das auch bei den eingravierten Zahlen auch wirklich einhält. Wie genau ist denn dann oder wie linear lässt sich das dann damit einstellen, in Anführungsstrichen linear. Und natürlich dann das Fazit. Gut, also Handhabung nach meiner Einschätzung lässt sich das Ganze gut bedienen.
Und dann gucken wir uns gleich mal, ich denke, das Wichtigste an, was bei den Filtern immer oder bei, generell bei variablen Filtern der Fall ist, wie gut halten Sie denn die Angaben, die der Filter, die der Hersteller uns macht, wirklich ein? Und vielleicht noch ein ergänzender Hinweis, neue Brille. Ich habe mir dieser Tage eine neue Brille besorgt und weil sich einige darüber geäußert haben, ich will gar nicht sagen beschwert haben, geäußert haben, dass man mich manchmal oder dass man mir, wenn ich die Brille aufhabe, nicht durch die Augen sehen kann, habe ich mir jetzt bei der neuen Brille, habe ich mal das gesamte Programm an Beschichtungen auf der Brille mal drauf machen lassen und da ist jetzt eine angeblich super Entspiegelung drauf und ich hoffe, das klappt auch und obwohl ich jetzt die Brille aufhabe, könnt ihr mir weiter in die Augen schauen. So, also alle, die sich da in der Vergangenheit, die das nicht so toll fanden, auch das, wie gesagt, ist mir dann von euch ein Wunsch, den ich erfüllt habe. So, gucken wir uns mal die Tabelle an. Ich blende euch die hier mal links neben mir ein. Und ich gehe jetzt nicht auf jeden einzelnen Wert ein, aber das Entscheidende ist ganz einfach, ich habe es gerade angesprochen, wie gut ist denn wirklich die Spannbreite bei den beiden Filtern? 2 bis 5 Stufen hält er das wirklich genau ein und der andere, der stärker abdichtet, 6 bis 9 Stufen. Und es kommt ganz gut hin. Es ist nicht ganz exakt entsprechend der Skala, die hier angegeben ist, was jetzt auch nicht wirklich schlimm ist. Aber das Entscheidende ist, dass wirklich dann auch die Angabe, dass von 2 bis 5, also ein relativ großer Bereich und bei 6 bis 9, dass man dann auch wirklich einen gewissen Bereich hat, innerhalb dessen man stärker oder weniger stark abdunkeln kann, dass das hier auch getroffen wird. Es wird nicht ganz genau so getroffen, zumindest nach meinen heutigen Aufnahmen, die ich gemacht habe, wenngleich ich natürlich nicht ausschließen kann. Ich habe mir extra heute einen sehr stark bewölkten Tag ausgesucht, der vergleichsweise nach meiner Wahrnehmung gleichmäßige Lichtverhältnisse hatte. Ich kann natürlich nicht ausschließen, dass es dann trotzdem um ein oder zwei oder ein Drittel oder zwei Drittel Lichtwerte ein bisschen geschwankt hat. Deswegen ist natürlich die Genauigkeit hier mit Vorsicht zu genießen. Aber mir geht es ja auch nur darum zu zeigen und auch selber zu sehen, kommt das denn mit den Herstellerangaben hin? Und es kommt ganz gut hin. Der 2,5er Filter hat noch so einen Anfangsbereich, wo man dann erstmal einen längeren Weg hat, bis man auf den angegebenen Lichtwert oder auf die angegebene Lichtwertreduktion von 2 kommt. Und da kommen wir dann bei Einstellung 2, habe ich dann heute ausgemessen, 1/2, also fast 2 Lichtwerte und bis hin, das setzt sich dann fort, bis hin zu der Angabe 5 Lichtwerte-Reduktion. Da bin ich allerdings dann nur auf 4 gekommen. Also auch da scheint er nicht so ganz den gewünschten Wert zu treffen, aber auf jeden Fall haben wir, ihr seht das, von dem ersten Wert 1/1 bis 4 haben wir auf jeden Fall eine schöne Spannbreite, mit der man wirklich gesagt auch vernünftig arbeiten kann. Genau das gleiche oder ein sehr ähnliches Ergebnis bei dem 6,9er. Der fängt an bei tatsächlich fast 6, wie eben auch der 2,5er eben, mit 5/2 Lichtwerten, also trifft den Wert von 6 Lichtwerten Abdunklung so ziemlich genau und schafft es auch bei der Maximalstellung bei 9 nicht ganz an die angegebenen 9 ran. Aber auch da gilt, weil auch da haben wir eine sehr schöne Breite, innerhalb derer wir arbeiten können. Das heißt, beide Filter werden ihrer Eigenschaft als variabler ND-Filter mit einem gewissen Bereich von dunkler bis ganz dunkel auf jeden Fall gerecht. Das ist also auf jeden Fall ein ganz wichtiger Punkt. Das nächste, was natürlich ganz wichtig ist, ich habe es gerade, glaube ich, schon angesprochen, ist natürlich, achso, das sei vielleicht noch ergänzt, ich habe die Aufnahmen gemacht heute mit meiner Lumix G9 mit dem 6-18mm Weitwinkelzoom und ich glaube mit 16mm, das ist aber letztendlich auch ganz egal. Auf jeden Fall war ich auf Zollverein und habe hier diesen Ausschnitt fotografiert. Und was ganz wichtig ist natürlich bei den Filtern, dass sie auch die optische Qualität der Aufnahme des Objektivs möglichst überhaupt nicht beeinflussen, also dass man gar nicht sieht, dass man irgendeinen Filter da drauf hatte, außer natürlich, dass er den Effekt bringt, den man haben will. Ihr seht hier unten, das, was wir jetzt auch hier als Aufnahme sehen, das ist die Aufnahme, die ich ohne Filter gemacht habe, bevor ich das mit den beiden Filtern fotografiert habe. Und dann ist ganz egal, welche ich nehme. Jetzt nehmen wir jetzt die hier. Gut, jetzt habe ich die auch nur in eine Sammlung gesteckt. Jetzt gucken wir uns die mal vergleichend an und natürlich das Ganze auch in 100%. Und dann sehen wir, ich gehe mal hier ganz bewusst auf das Gebäude, weil das durch dieses Mauerwerk schöne, viele, feine Strukturen hat. Ziehe mir das, nö, hat eigentlich ganz gut gepasst jetzt vom Ausschnitt, können wir so stehen lassen. Und ihr seht das, macht das noch ein bisschen nach rechts, dass zumindest nach meiner Wahrnehmung kann ich keinen Unterschied erkennen, ob ich den Filter nicht benutzt habe, linke Aufnahme, oder ob der Filter, egal, der eine oder der 2,5er oder der 6,9er, ob der drauf war. Für mich sehen die Aufnahmen gleich scharf aus. Beide Aufnahmen habe ich auch gleich geschärft.
Und das kann man auch mal sehr schön sehen an so Feinstrukturen wie den Blättern, ob es da wirklich dann zu Abschwächungen kommt, ob es unschärfer wird oder ähnliches, chromatische Aberrationen auftreten und ähnliche Dinge. Und vor allen Dingen auch hier, beispielsweise hier links, das ist wahrscheinlich so eine Art Antenne. Auch da kann ich jetzt keinen Unterschied sehen in der Darstellung, in der Auflösung, was die linke Aufnahme angeht ohne Filter und die rechte Aufnahme mit Filter, also in dem Fall den 2 auf 5 Variablen ND-Filter. Und das nächste, was auch sehr wichtig ist bei solchen Filtern, gibt es Veränderungen der Farbtemperatur, im schlimmsten Fall sogar komplette Farbverschiebungen. Auch da sind nicht unbedingt alle Variablen ND-Filter frei von. Manche sind sogar sehr stark in ihrer Ausprägung. Und ihr könnt das hier sehen, linke Aufnahme unverändert, die Aufnahme ohne Filter, rechts die mit dem 2,5er. Wir sehen, dass die Farbtemperatur auf der linken Seite ohne Filter kühler ist, auf der rechten Seite mit dem 2,5er ND-Filter, variablen ND-Filter, ist sie ein wenig wärmer. Und wenn wir uns die Aufnahme in Gänze angucken, wird natürlich der Eindruck erwartungsgemäß bestätigt, sieht man auch hier unten hier an diesem Beton, an dieser Fahrstraße auf der Zeche Zollverein, kann man das relativ gut sehen, dass wir also da schon eine etwas wärmere Farbtemperatur haben. Aber hier auch da gilt das Gleiche wie bei den ND-Filtern von Freewell, ist die, wie ich finde, sehr moderat. Und die hat man also mit mal ganz kurz Farbtemperatur verändern, hat man die ganz schnell wieder rausgezogen. Also auch da gibt es keine wesentlichen Dinge, mit denen man sich auseinandersetzen muss. Also sowohl die optische Qualität wird nicht negativ beeinflusst, als auch die Farbveränderung in Form der veränderten Farbtemperatur ist sehr, sehr moderat. Und was, ich habe es gerade schon gesagt, aber wir gucken uns das an, gucken uns das auch ganz bewusst an bei der letzten Aufnahme, die ich mit dem 6,9er gemacht habe, also bei der Maximalstellung gemäß aufgedrucktem Filterwert bei 9. Und das ist jetzt die Aufnahme rechts, die gucken wir uns mal nur an, deswegen nehme ich mir den Vergleichsmodus mal raus. Und ihr seht, ich mache das mal in den Vollbildmodus, ihr seht nämlich, dass ihr nicht seht, dass es da irgendeine Vignettierung gibt oder diese gefürchteten X-Muster. Also die Filter, insbesondere natürlich der 6,9er, bei dem die Gefahr besteht, ist da vollkommen frei von derartigen optischen Einschränkungen und den kann man also bis zum Maximalwert ohne Probleme nutzen, ohne dass man sich Gedanken darüber machen muss, dass man später wahlweise im Color Grading oder in der Bildbearbeitung für die Fotos dann irgendwelche Verrenkungen machen muss, um das irgendwie wieder rauszukriegen oder man eben den Filter gar nicht erst in seinen höheren Werten nutzen kann, weil man dann eben das Problem mit dem X-Muster hat und dadurch dann auch die Verwendbarkeit des Filters natürlich sehr stark eingeschränkt ist. So, das heißt, das sind so die Aspekte, die ich mir heute genauer angeguckt habe. Und wenn ich zum Fazit komme, die optische Qualität der Filter ist für mich wirklich tadellos. Die technische oder qualitative Verarbeitung ist auch ohne Fehl und Tadel, die sind sehr gut verarbeitet. Wie bei den Autos würde man sagen, Spalt gibt keine Spaltmaße, also das läuft alles sehr weich und alles einwandfrei. Auch da von der Handhabung gibt es da keine Einschränkungen. Das Einzige im Rahmen meiner, in Anführungsstrichen, Messungen, was ich festgestellt habe, ist, dass beide Filter nicht ganz den Maximalwert der Abdunklung erreichen. Finde ich aber kein großes Problem, da sie auf jeden Fall eine sehr schöne Spannbreite liefern, innerhalb derer man die Variationsmöglichkeit hat, heller oder dunkler zu machen. Das ist ja noch auch wirklich dann die eigentliche Aufgabe von den Filtern. Und das Einzige, was mir noch ergänzend aufgefallen ist an den beiden Filtern im Vergleich, der 2,6, der 2,5er und der 6,9er unterscheiden sich in einer Geschichte. Der 6,9er fängt mit seiner Skala und auch mit der Anfangsstellung gleich bei dem Wert 6 an, lässt sich dann bis 9 drehen und der 2,5er hat erst eine, ich sage mal, Neutralstellung oder was auch immer Stellung. Da muss man also erstmal den Ring muss man etwas länger drehen, bis man dann auf den eingravierten Wert 2 kommt. Ist jetzt aber kein Ding, nur sie unterscheiden sich erstaunlicherweise in dem Punkt, warum auch immer. Wie gesagt, das ist das Einzige, wo dann es einen Unterschied zwischen den beiden Filtern gibt und wo man sich dann allenfalls die Frage stellen kann, warum ist das bei dem einen so und bei dem anderen nicht. Das mag durchaus technische Gründe haben, kann ich nicht sagen. Aber ansonsten, was die Verwendbarkeit der beiden ND-Filter angeht, gibt es für mich überhaupt keine Einschränkung. Und dementsprechend kann ich tatsächlich, auch wenn sie mir jetzt kostenfrei zur Verfügung gestellt sind, ganz ehrlich, kann ich beide Filter durchaus empfehlen. Also wenn ihr variable ND-Filter sucht, guckt euch die auf jeden Fall mal an. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben und empfehlt mich weiter. Und abonniert RohrTV. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal auf diesem Sender.